Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Overwatch. Wir spielen unser erstes Placement-Match in der Season 2. Ich habe sogar schon vergessen, wie ich Season 1 abgeschlossen habe. Ich glaube irgendwas Rang... ich weiß es nicht. 50 rum? Ich glaube, ich wurde auf irgendwas 50 rum eingestuft und habe mich ein, zwei Ränge runtergespielt. Sag mal, kann das sein, dass das Spiel ein wenig laut ist? Ich glaube schon, aber dann muss ich das halt für euch leiser machen. Und für mich gleich mal gucken. Oh, stimmt. Es wurden ja einige Changes vorgenommen. Hanzo wurde ja indirekt gebufft. Oh, durch den Hitbox-Change. Genji wurde genervt. Wie heißt die Heilerin? Mercury? Mercy? Haben die Ja, die zweite da oben. Die wurde ein bisschen gebufft. Der Typ hier, der tanzende Schwarze, wie heißt der? Lucio. Der hat ja ein bisschen Boost runterbekommen, also dass er nicht mehr so hoch speedet. Aber da wurde ja einiges ordentlich gechanged. Oh shit. Aber er bemerkt mich einfach nicht. Wir können mal gucken, ob wir hier wen runterkicken können. Nope. Time to race her APM. Oh shit, da habe ich fast mich. Oh. Fuck. Alter. Die hat einen Triple Kick geholt. Ja, Soldier läuft mir da voll in die Fresse. Ach. Nerf ihn anders, du Alter. Das ist so dumm. Die ist so dumm. Ich hasse Diva. Aber selber spielen macht sie schon Spaß. Ich habe sie auch nur angefangen, weil ich sie hasse. Aber sie ist cool. Holy shit. Ach shit, ich bleib mal. Ich geh mal von hier hinten an. Oh nein. Ja, das ist nicht so gut. Oh nein. Hä? Ah. Ich dachte gerade, das wäre Tracer vor mir. Alter, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß die ganzen Namen nicht mehr. Es tut mir leid. Kann es eigentlich sein, dass Diva einen Konter zu Pharah ist? Oder zumindest zu meiner Pharah? Also ich habe wirklich... Upsala. Also ich bin wirklich, ich will nicht lügen, aber ich habe keine Chance gegen sie. Das war gut. Das ist saugut gerade. Das ist sehr gut gerade. Selbst, dass ich jetzt gestorben bin, ist nicht so schlimm. Ich habe so viel Zeit gerade für unsere da ein bisschen rausgeholt. Ich hätte auf jeden Fall den Hanzo eigentlich kriegen müssen. Das war nicht so gut. Aber bei uns sind ja gerade zwei, drei gestorben. Zwei durch Tracer Ulti und einer noch so. Das war ziemlich nice, dass ich da so viel Zeit gerade rauskriegen konnte. Auch wenn wir jetzt trotzdem den Punkt verlieren anscheinend. Holy shit. Ah, und hat sie erzählt, dass Genji genervt wurde? Ich glaube schon. Habe ich auch nichts gegen, weil Genji ist so nervig. Ach. Okay, wir müssen von wo, von der Seite am besten rein. Ach. Fick den anders. Tschüss. Ach, schon wieder so eine Nerf-Shit. So. Ja, das Dumme ist, wenn ich mich so hinstelle und nicht fliege, dass ich natürlich mich selber damage an der Wand. Holy shit. Ist das jetzt an wem? Ich raff grad gar nichts. Ich immer. Ja, keine Ahnung. Ich werde nur angeschossen, mehr kriege ich nicht mit. War die, ich weiß ja nicht, ob die Transzendenz jetzt von uns war oder von denen. Ah, von uns. Okay. Alles nice. Unser Team ist da. Sehr schön. Das wäre sehr gut. Ich spiele gerade ein bisschen schlecht. Ich habe Potenzial, aber es erweckt nicht. Also ein paar Aktionen hier habe ich so gut gefickt eingeschädelt, könnte man sagen. Hätten aber definitiv besser enden müssen. Ja, komm, ich hole einfach den Heilpunkt. Und mal den Soldier von hier töten. Und zu meinem Team gehen. Wie kann sie mich töten hier auf dem Punkt? Das ist so dumm. Wurde Tracer irgendwie auch gebufft. 400 Ports jetzt jede Sekunde. Aber ist nicht schlimm. Ah doch, scheint nicht so gut zu sein, oder? Ich hoffe, ich komme rechtzeitig hin. Ich glaube, Lucio hat mich gerade gebufft. Das ist auf jeden Fall sehr gut.
Eventuell schaffe ich es noch. Oh, wir haben eine Tracer, die gerade aufräumt. Das ist sehr gut. Ich glaube, das könnte uns das Spiel geholfen haben. Holy shit. So, mal hochgehen. Das Wichtigste ist, dass ich gerade nicht sofort sterbe, damit er nicht auf den Punkt gehen kann. Da sterbe ich dann direkt. Oh, wir haben gewonnen. Gott sei Dank. Das gerade zum Schluss war überhaupt nicht gut von mir. So. Dann ficken wir die jetzt mal. Richtig hart. Hier die Map ist mit Junkrat teilweise ultra assi. Man kann sich hier so rausstellen. Aber können wir gleich drauf eingehen, wenn hier ein bisschen weniger Action ist. Holy shit. Jetzt muss ich nachladen. Wisst ihr was? Wir fliegen einfach hier hoch. Und machen von hier oben Aua. Lag zwar gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich ihm gerade keinen Schaden mache. Also was von höheren Hitboxen sehe ich hier gerade nicht. Alter, ich treffe ihn nicht. Geht doch. Tschüss. Trotzdem. Ach, das ist so knapp gerade die ganze Zeit. Ja. Alter, ohne Spaß. Tracer gehört in die scheiß Fresse getreten für ihre Plays hier. Sie macht das einfach durch 500 Gegner und keiner greift sie an. Das nervt gerade richtig. Aber Junkrat kann von hier außen, so. Der kommt auch sogar dahin. Dann hier so rumgehen. Wir gehen jetzt hier hoch. Aber wenn er dann weitergeht, hier die Eingangstür, nur auf der anderen Seite, kann er so alles reinschießen. Das ist richtig assi. Oh. Das war so ein gutes Ulti. Holy shit. Ich glaube, das gibt's noch nicht Play des Games, aber das hat uns gerade... Das waren so gute Ulti. Ich glaube, da waren vier Leute drin. Ja. Keine Ahnung. Wir können... Vielleicht wechsle ich gleich mal den Char. Ich guck mal, wenn ich das nächste Mal sterbe, ob ich Junkrat hole. Ich habe hinter mir Tracer, oder? Ja. Natürlich. Ach. Oh, shit. Oh, perfektes Ulti von ihm. Zenyatta kann ich auch nicht leiden. Ohne Spaß, ich hasse es, gegen Zenyatta zu spielen. Irgendwie gibt es einige Chars, die ich hasse. Ich weiß. Holy shit, das war so ein schlechtes Ulti. Das hatte so ein Potenzial gerade, weil da vier Leute waren. Aber ich habe es in so einem schlechten Moment gezündet. Aber wenn wir so weitermachen, dann komme ich gar nicht zum Junkrat. Oh shit, da komme ich dazu. Gut, dann gehe ich mal fix auf Junkrat. Und Churnborn ist auch ein bisschen assi, der kann so ein bisschen... Und ich renne genau rein. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Boom. Ich traue mich das jetzt noch nicht, das zu machen, ehrlich gesagt. Ja, es ist natürlich praktischer, wenn man da ein bisschen Objective Control hat. So. Aber die haben wir noch nicht. Aber die kriegen wir dann wieder, ist kein Problem. Ach du Scheiße. Und alle tot da drin. Keiner. Glück gehabt. Da! Natürlich tötet mich Zenyatta wieder. Tut mir leid, aber da sehe ich keinen Skill. Das ist für mich wirklich kein Skill. Okay, ich spiele Junkrat, nevermind. Ich darf mich gerade nicht beschweren. Ich mache nämlich nur das hier und hoffe, dass ich treffe. Oh. Zack. Ach, da kommt sie wieder von da oben. Triggert! Ja, das tut sie wirklich. Boom, eigentlich wollte ich da hoch. Da sieht man, wie oft ich Junkrat spiele. Aber hier hin. Und dann kann man so voll assi die ganze Zeit einfach so. Sieht jetzt nicht so krass aus, aber es ist krasser, wenn die Gegner vorne wegkommen. Wir machen einfach mal hier eine Trap hin. Da kann man echt... Also es ist... Junkrat finde ich hier echt ultra assi. Kann man auch so gegen... Machen wir mal Ulti. Und schade, ich wollte den anderen auch noch treffen. Machen wir mal wieder hier die Trap hin. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mit auf den Point. Nope. Ist er von uns? Jo. Dass ich den nicht treffe!
Das ist so schlecht. Der steht vor meiner Nase. Und ich treffe ihn nicht. Deswegen spiele ich kein Junkrat, weil ich ein schlechter Junkrat bin. Ups. Erstmal Emotes machen. What? Okay. Nein, 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 nein. Er rennt komisch. Schieß doch. So, Runde 3. Wir spielen einfach mal Junkrat jetzt weiter. Weil mit Fahrer passiert nämlich hier das, was mit meinen Ultis in der ersten Runde passiert ist. Die sind immer grottenschlecht. Holy shit. Okay, ich muss noch einiges mit Junkrat lernen. Machen wir mal einfach. Ich weiß, dass ich die ins Fenster schießen kann. So, aber ob das was bringt, gerade weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob da Gegner sind. Und jetzt sehe ich da Gegner. Easy. Oh, Play of the Game, Alter. Ganz klar. Ganz klar Play of the Game. Oh, ich wusste nicht, ob da noch wer ist. Dann bomben wir mal einfach weiter dahin. Irgendwann kommt da immer wer lang. Da ist doch. Boah, kann der bitte aufhören, Tracer zu spielen? Das nervt mich. Und wenn es mich nervt, dann darf er es nicht spielen. Okay, ich muss irgendwo anders lang. Oh shit. Eigentlich wollte ich ihn damit runterschmeißen, nicht mich. Aber er wird gar nicht davon zurückgenommen, ne? Ah, er war auch nicht in Range. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hätte überleben können, wenn ich mich... Ich habe ein bisschen gegengedrückt. Ich weiß nicht, ob das hier den Unterschied macht. Aber... Oh, ich wollte gerade sagen, genau getroffen. Aber nicht ansatzweise. Dann machen wir mal Ulti. Was gerade, glaube ich, nichts bringt. Habe ich ihn gekriegt? Ja, Fixer. Wir könnten auch hier ins Gebäude gehen. Ja, easy. Und dann hier so. Busch. Hier stellen manche Turnburns immer ihre Tower hin. Das ist auch assi. Wobei, nee, eigentlich immer in die eigene Base. Also auf der anderen Seite jetzt von uns dahin. Okay, stellen wir mal da die Trap hin. Falls er da hinkommt. Hä? Oh, sie hat ihn, glaube ich, geschoben. Ein bisschen das Auge auf die Base halten. Und weiter dahin spammen. Willkommen zu Junkrat. War schön, mit euch geredet zu haben. Okay. Ich wusste, dass da gerade eine kommt. Ich hab's gesehen. Oh nein. So. Ich muss nachladen. Trigger! Oh. Glück gehabt. Nein, nein. Und wo kommt der? Ich höre die Schritte nicht, genau. Ah, shit. Ich will Ulti zünden, aber ich komme nicht dazu. So. RIP! 10. 10. Ich bin Junkrat Pro. Holy shit. Die Leute abonnieren mich für meinen Junkrat. Oh, ich treffe ihn nicht. Das gehört auch zu meinem Junkrat dazu. Er ist in meiner Falle und ich treffe ihn nicht. Welcome to the Junkrat Main. Mal gucken, wer Play of the Game ist. Aber ich hätte ihn ja schon verdient. Aber wahrscheinlich einer. Das will ich sehen. Habe ich nämlich, glaube ich, nicht mitbekommen. Ja, das war schon mal nice. Der war auch nice. Aber den kriegst du wahrscheinlich nicht mehr. Doch. Okay, aber die anderen haben geholfen. Muss man dazu sagen. Ich fand sie eigentlich mit ihren Bomben ziemlich gut. Ihre Ultis waren ziemlich... Also mein Team generell war nice. Ich würde sogar fast sagen, dass ich eigentlich der Schwächste aus dem Team war. Aber das gehört dazu. All Heroes, 36 Eliminations, Average Death. 9, 9. Ey, ich bleib hier. Ach, das ist Season 2 Sets, ne? Die sind... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Okay. Kriegt man nicht eigentlich so gesagt, welche Reichweite man momentan hat? Und was bedeutet das, dass ich jetzt... Da, warum stand da 550 von 6000? Ich glaube, ich habe mittlerweile... Ja, aber warum von 6000? Ist das das Maximum? Muss ich danach kaufen oder was? Um mehr zu kriegen? Wie auch immer. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken.
Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal beim Video. Bis dann. Tschüss.